Der Stuttgarter Autohersteller Porsche verzeichnet das erfolgreichste erste Halbjahr der Firmengeschichte. Mit weltweit ausgelieferten 126.497 Fahrzeugen gelangt Porsche ein Plus von 7% im Vorjahresvergleich. Erfolgsmodell ist weiter der Macan. Den größten Zuwachs erzielte der neue Panamera mit einem Plus von 54%. Größter Markt bleibt weiter in China mit einem Plus von 18%. Die zweithöchsten Verkäufe gelangen in den USA. Auf dem Heimmarkt in Deutschland konnte der Sportwagenhersteller das Rekordniveau von 2017 stabilisieren.